Ich begrüße euch alle zur Pressekonferenz des RSV Frankfurt vor dem Spiel am Sonntag gegen Hansa Rostock. Ich begrüße auch alle Vertreter des RSV Frankfurt, sowie hier oben den Cheftrainer Hans-Jürgen Boysen und die beiden Spieler Shamil Shinas und Patrick Land. Und wie üblich bitte ich Herrn Boysen, mit den Ausführungen zu beginnen. Ja, wir haben natürlich aktuell eine wunderbare Konstellation, die da heißt, dass das letzte Drittel der Tabelle drei Paarungen stellt, wo die Brisanz natürlich besonders spannend ist. Und derjenige, der aus dieser Partie als Sieger herausgeht, egal wie dann der Rest spielt, hat eine gute Möglichkeit, sich wieder etwas von den Plätzen abzusetzen, die brandheiß sind. Und das ist natürlich unser Ansinnen, zu den Mannschaften zu gehören oder die Mannschaft zu sein, die diese wichtige Begegnung für sich entscheidet. Und die Mannschaft von Rostock zeichnet aus, dass sie sehr, sehr enge Spiele bestreitet. Wenn sie verlieren, verlieren sie knapp. Sie kriegen relativ wenig Gegentore. Sie treffen allerdings auch nicht allzu oft. Aber die Mannschaft hat als Aufsteiger sicherlich mit den Punkten auch noch nicht zufriedenstellend, aber ein Niveau an den Tag gelegt, das aufzeigt, dass sie nicht chancenlos sind in dieser Spielklasse, dass sie konkurrenzfähig sind. Und ja, darauf werden wir uns natürlich auch wieder einstimmen, nämlich auf eine schwierige Partie, die wir aber unbedingt gewinnen wollen, weil es allerhöchste Eisenbahn ist, das erste Heimspiel zu gewinnen. Dazu haben wir auch diese schon bekannte Maßnahme ergriffen, etwas noch oder noch mehr Zeit miteinander zu verwenden, um uns auf die Wichtigkeit dieses Spiels einzustimmen und Mittel und Wege in eine Rezeptur mischen, die uns dann halt eben am besten erfolgreich diese Begegnung bestreiten lässt. Bekanntermaßen ist ja Shamil Shinas gesperrt, verletzungsbedingt fallen nach wie vor Yun Tosunoglu aus, ebenso ist ja noch langzeitverletzt Hofmeier. Schön ist, dass der erkrankte Konrad wieder zurückgekehrt ist, aber die Zeit am Wochenende ist sicherlich noch nicht ausreichend. Es ist ansonsten mit Mario Villinger wieder einer zurückgekehrt, der sicherlich noch Rückstand hat, aber sich wieder gesund gemeldet hat. Insofern auch unsere personelle Situation nach und nach entspannter zu sehen ist. Und entweder schon zu diesem Spiel am Sonntag, wenn nicht bei der Begegnung in Fürth, denke ich, hoffe ich natürlich auch ein Stück weit, dass nichts anderes mehr passiert. Ja, wieder der Kader stärker, breiter, fitter aufgestellt sein wird, wie in den letzten 3-4 Wochen. Aber davon sind wir überzeugt, davon, da wird in unserer medizinischen Abteilung immer sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und ja, das wäre es bis dahin. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Boysen. Wir haben ja, wie gesagt, und wie ihr schon alle gesehen habt, heute auch zwei Spieler dabei. Möchte ich zuerst Shamil Shinas fragen. Shamil, nach der Niederlage gegen Düsseldorf, habt ihr euch davon schon gut erholt und wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Kannst du davon ein bisschen was erzählen, bitte? Ja, also die Enttäuschung nach dem Spiel war natürlich sehr groß, aufgrund dessen, dass wir, denke ich, eine ansprechende Leistung gezeigt haben. Aber wir haben am Montag das Ganze aufgearbeitet, haben die Fehler analysiert und jetzt liegt natürlich unsere komplette Konzentration dem Spiel Hansa Rostock über. Und die Stimmung ist nach wie vor positiv und ja, ich denke, dass wir da am Sonntag auch die gewünschte und die erwartete Reaktion dann zeigen werden.
Das hat der Trainer auch gesagt, dass ihr ins Kurztrainingslager heute fahrt um 13 Uhr. Was erwartest du von dem Trainingslager? Ja, ich meine, wie es der Trainer schon eben gesagt hat, haben wir natürlich die Möglichkeit, nochmal enger zusammenzurücken. Wir können da uns voll und ganz auf das Spiel Hansa Rostock konzentrieren. Und ich habe auch schon von Kaba mir sagen lassen, dass da optimale Bedingungen sind. Von daher denke ich, dass es der richtige Schritt ist. Wie auch bereits erwähnt, bist du ja leider gesperrt am Sonntag. Was kannst du trotzdem tun, um der Mannschaft zu helfen? Ja, ich meine, ich werde natürlich jetzt mitfahren ins Trainingslager. Werde eng dabei sein und werde versuchen, in meinen Möglichkeiten, sei es durch Gespräche oder im Training, mich so einzubringen, dass es als eine Unterstützung dann gilt. Vielen Dank, Shamil. Und noch an Patrick die Frage. Du warst gestern beim Fanabend im Binding-Eck. Wie sehen die Fans die Situation der Mannschaft? Was kannst du davon erzählen? Man merkt, dass die Fans auch ein bisschen angespannt sind oder nicht zufrieden sind. Aber wir haben ein bisschen gesprochen und wir sind dann auf den Nenner gekommen, dass wir halt trotzdem bisher sehr, sehr gute Spiele gezeigt haben und dass wir, wenn wir trotzdem so weiterspielen, auch das nötige Glück wieder haben und die nötigen Punkte auch einsammeln werden. Ist ja bekannt, dass du auch mal bei Rostock gespielt hast. Ist das Spiel jetzt gegen Hansa Rostock was Besonderes für dich? Wirst du da auch alte Bekannte wieder treffen? Ja, das sind noch drei Spieler, mit denen ich damals gespielt habe, oder der sportliche Leiter oder Manager, der Paul Beinlich. Klar, man freut sich, so alte Gesichter wieder zu sehen, und ich freue mich drauf und hoffe, dass wir die drei Punkte dann da holen werden. Dankeschön. Manche sagen, das glaube ich meistens nicht, ich lese keine Zeitung, aber mir ist es wichtig zu wissen, was im Umlauf ist, damit ich dem auch entsprechend oder den Personen entsprechend begegnen kann, ist ja wichtig. Und das tue ich natürlich, ich bringe mich immer auf den aktuellsten Stand und das ist auch gut so. Auf der anderen Seite, es ist noch nie schön gewesen, wenn man so viel Mist liest, wie bei uns aktuell. Aber man weiß halt eben auch, dass es im Fußball so ist, dass wenn die Erfolge nicht da sind, dass man gerne wühlt und buhlt und so weiter und so fort. Und ich denke, dass vor 15 Jahren oder so irgendwas, ich vielleicht nachts nicht schlecht geschlafen hätte vor Ärger, aber ich kann Stand heute immer noch sagen, dass es mir sehr gut geht. Ich bin gesund, habe eine tolle Familie, mir macht mein Job Spaß, mir macht die Mannschaft Spaß. Und es sind alles Dinge, die mich natürlich dann auch nicht beirren, meinen Job so weiter zu tun wie in der Vergangenheit auch. Und es wird keiner schaffen, mich in eine Bahn zu lenken, wo mir mein Job keinen mehr Spaß macht. Das ist viel zu schön. Ja, ja gut, klar ist, dass das, was aktuell in der Tabelle sich widerspiegelt, was die Mannschaft aufnimmt, mit was man konfrontiert wird, ein Stück weit dazu führt, wenngleich einige Spieler es ja schon zum Besten gegeben haben, wie sie selbst die Situation aktuell einschätzen, aber man kann natürlich immer noch ein Stück mehr sensibilisieren beziehungsweise der Mannschaft Dinge versuchen zu vermitteln, die sie daran glauben lässt, dieses Ziel gewinnen zu können, ja, und auch unbedingt gewinnen zu wollen, noch zu intensivieren. Und das ist ein weiterer Ansatz für uns, wenngleich wir diesbezüglich immer wieder, sei es in der Vorbereitung, sei es zwischendurch, Ansätze gemacht haben, wenn wir das Gefühl hatten, dass der Zeitpunkt reif ist. Und so wird es natürlich auch immer bleiben. Aber es ist nicht so, dass die Mannschaft
einen Psychologen braucht, der sie Tag für Tag betreut, denn sie ist selbstbewusst und auch selbstkritisch und auch hochmotiviert. Und all diese Dinge zeigt ja die Mannschaft immer wieder, und das habe ich ja auch unzählige Male in der Vergangenheit zum Besten gegeben, dass die Mannschaft im Training einen sehr, sehr guten Job macht, dass die Mannschaft sehr engagiert, sehr fleißig trainiert. Es ist irgendwo natürlich auch eine Verständlichkeit. Irgendwo ein außenstehender Arbeiter wird sagen, das muss ich auch Tag für Tag, aber man weiß, dass im Fußball halt eben auch, weil wir Menschen auf dem Sportplatz haben und keine Maschinen. Eine Maschine kann man anders programmieren, dass es da Höhen und Tiefen gibt, aber da läuft es rund und glatt und konstant. Und wir müssen diese, das kann ich auch immer wieder nur betonen, diese Konstanz halt eben auch noch in unserem Spiel schaffen, zu zementieren. Das ist uns nur bedingt gelungen. Wir haben schwankende, aber auch sehr gute Leistungen gezeigt, und das unterstreicht, wie gut die Mannschaft es kann. Und wir werden es versuchen, jetzt gegen Rostock halt eben auch wieder zu unterstreichen. Und wir werden die eine oder andere Maßnahme ergreifen. Insbesondere werden wir halt eben, so wie wie man es sich halt eben auch wünscht, sprechen. Ja. Gerade in unserer Phase ist natürlich das ein oder andere Gespräch mehr sinnvoll. Deswegen fährt Charmin Chinaz als neuer Kapitän mit. Und wir fahren mit einem Kader von 20 Leuten dorthin. Der Rest wird in der U23 spielen oder ist halt eben krankheitsbedingt verhindert. Ja. Und mit diesem engen Kreis werden wir diese Dinge aufnehmen, die auf der anderen Seite auch nicht außergewöhnlich sind, sondern immer wieder vorkommen. Ja. Insofern, davon kann man natürlich alles Mögliche wieder hineininterpretieren, aber wir machen nur Dinge, die wir als sinnvoll erachten und wo wir denken, dass wir davon profitieren, logischerweise. Ja.